Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls Teil 2. So, ich gehe erstmal ein bisschen einkaufen bei der lieben Chloanne. Meinem Herz allein. Ich kaufe mir mal alle Brocken. Das Glitzer-Titanit und die Scholle. Komm, ist ja egal, ich hab's ja, ne? So, die Drachenknochen kann ich mir auch noch leisten. Was haben wir noch? Feuerdrakenstein. Nee. Ich will auf jeden Fall die ganze Kohle ausgeben, weil ich brauch's ja eh nicht. Ach, guck mal den Gegenstand hier. Oh ja, hab ich mir auch nicht geholt. Na, was soll's. So, ich wollte in Aldias Festung mal vorbeischauen. Denn da wird sich jetzt die Quest von der lieben Luketil erledigen. Warte mal, wollte ich nicht noch irgendwas aufrüsten? Ich weiß es nicht. Vielleicht die Ausdauer wäre der Wetterherstellange. Ich meine, im Prinzip nutze ich ja eh nichts als Schild. Und vom Dual-Wielden bin ich ja auch wieder ein bisschen runter mittlerweile, muss ich leider sagen. So, habe ich das Schild halt mal, ne? Den Schild. So, das Gruft-Schwarzschwert. Das ist ja nett, ne? Das ist ja nett. Aber irgendwie weiß ich nicht. Das Wächter-Großschwert. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht, Leute. Soll ich mal irgendwie eine andere Waffe wieder nutzen? Ich habe keine Ahnung. Nee, Glitzer-Titanit möchte ich ehrlich gesagt nicht verwenden. Vielleicht mal die Kapuze. Bringt mir auch nicht so viel. Ne, komm. Ich lasse es erstmal. Auf jeden Fall werde ich den Schild mal reinpacken in mein Repertoire. Warte mal, ihr habt doch gesagt, wenn ich den irgendwie noch veredle, dann wird... Ja, warte mal. Das würde dann richtig was bringen. Warte mal, er hat jetzt 88 auf Blitz. Aber physisch ist er halt ziemlich bescheiden, ne? So. Na, wenn ich ihn so nutze. Also die Ausdauerregeneration sollte schon was wert sein. Ist ein Parierschild natürlich. Oh, ich finde ihn sehr nett. Na gut, komm. Wir gehen in den Nebelwald. An die Kreuzung. Also die Weggabelung, besser gesagt, nicht die Kreuzung. Ich hoffe ja, dass ich hier was gedroppt bekomme in Aldias Festung. Ach so, was ich jetzt auch mal ausprobieren möchte, wenn ich dann dort bin. Das wurde mir auch geschrieben. Ich weiß leider auch nicht mehr von wem, aber vielen Dank für den Hinweis. Wenn es funktioniert, dann finde ich das super cool. Man kann sich nämlich dort auch für den Spiegelritterkampf beschwören lassen, falls ihr es nicht wusstet. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob die Information stimmt. Aber das werden wir gleich herausfinden. Ach komm, warte, ich kann den Schild ja eigentlich auch so vorne halten. Also blocken lohnt damit ja eh nicht. Außer, ich könnte ihn vielleicht noch zu Blitz veredeln. Dann hätte er zumindest mehr Blitzabwehr. Aber ich sag mal so, Blitzzaubern auszuweichen ist jetzt keine große Sache. Von daher, oh, ich habe das ja noch an, den Königsring. Gehst du auf? Dankeschön. Ich ziehe schon mal den Schlangenring an. Ah, verarscht, hab den Ring ausgezogen. Hihihihi, merken die gar nicht. Das Tor geht trotzdem auf. Aldias Festung. So. Vielleicht gefallen mir Luketils Klamotten auch so gut, dass ich die dann weitertragen werde, weil die sollen gar nicht mal so schlecht sein. So, sie müsste jetzt eigentlich hier in der Hütte sitzen. Wenn ich nichts falsch gemacht habe, wie gesagt. Es könnte immer noch sein, dass das so ist. Blöde Hunde. Ne, sind ja Affen, ne? Oh, der hat nicht gesessen. Ah, ja, das sind diese Affenhunde. Die kennt man noch ganz vom Anfang, wisst ihr? Oh. Von dazwischen. Hallo. Komm mal her, du Vieh. Guck mal, was für kleine Feiglinge das sind. Ja, ich feige. Standarder Drachenknochen. Ja. Ach, du bist tot. Drakenaufseher Großaxt. Wo hast denn du die denn geparkt, diese Axt? Warte mal, die will ich mir mal ansehen. Drakenaufseher Großaxt. Die hier, oder was? Eine extrem robuste, pechschwarze Großaxt. Riesige Krieger wachen über den Schrein, bereit, seinen Bewohner zu verteidigen. Oder allen, die sich als würdig genug erweisen, Eintritt zu gewähren. Kurz mal. Ach, mein Inventar ist voll. Ich dachte, habe ich die nicht aufgesammelt. Ein paar Köderschädel. Sag mal. Das irritiert voll, dass der da immer kommt. So, mein Freundchen. Oh nein, ich habe sie aus Versehen getriggert. Uah! So, Abendrotstab. Achso, den bekommt man hier immer.
Und auch das letzte Teil, nein. Das letzte Teil der Finsterrüstung, sofern man die anderen aufgesammelt hat. Und da ist Lucatiel. Hallo, mein Mädchen. Ich muss mal ganz kurz... Sie sieht so fertig aus. Guck mal, sie kniet da. Das ist kein gutes Zeichen. Who are you? Oh. No. Forgive me. I know you. Yes, of course. How goes your journey? I know not what you seek in this faraway land. But I pray for your safety. Boah, guck mal ihr Gesicht. Dann sieht man's wieder. Die Hälfte ist schon ganz verwest. Ich weiß nicht. Please take these. Hm. Oh, Lucatiel des Achievements. Mirror, Großschwert, Lucatiels Maske, Wams, Handschuhe und Hose. Consider this thanks for keeping me sane. My name is Lucatiel. I beg of you, remember my name. For I may not myself. Oh, Lucatiel. My name is... I beg for... Ja, das war's leider schon mit ihrer Questline. So endet die Geschichte von Lucatiel. Dann schauen wir uns mal die Klamotten noch an. Ach, Leute. Tragisch. Lucatiels Maske. An einem Zeremonienhut befestigte Maske. Gehörte Lucatiel aus Mirra. Normalerweise sind Hüte und Masken getrennt, doch diese beiden sind verbunden. Also sie konnte sie ausziehen, soweit ich weiß. Von reisenden Rittern getragenes Wams. Gehörte Lucatiel aus Mirra. Nur wer sie auf dem Schlachtfeld... Nee, nur wer sich auf dem Schlachtfeld auszeichnete, wurde in die Elite des offiziellen Mirra-Ritterordens aufgenommen. Man hört oft von Bauern, die davon träumen, als Ritter allem Mühsal zu entkommen. Doch wer hätte gedacht, dass dies tatsächlich möglich ist? Ja, ich glaube, das war's aber auch schon. Bei den anderen Sachen wird... Oder? Nee, da wird auch nicht mehr passieren. Achso, warte mal, das Schwert ja noch. Das Schwert haben wir noch. Hallo? Eben hat das Spiel schon wieder gehangen. Manchmal passiert das. Mirra Großschwert. Den stolzen Rittern von Mirra offizieller Garde ausgehändigtes Großschwert. Dieses Exemplar wurde von Lucatiel geführt. Dieses Großschwert erfordert fortgeschrittene Gewandtheit und einen seltenen und einzigartigen... In einer seltenen und einzigartigen Kampftechnik. Auf der Klinge ist eine winzige Nachricht eingraviert. Ein Versprechen an jemand Besonderes. Wahrscheinlich an ihren Bruder, oder? Ich meine, wen sonst hat sie hier gesucht? Amana-Stab. Modifiziert Zauberschaden als Mensch. Ja, es gibt noch so viele Zauberstäbe, Leute. Ich habe noch mal gesehen, was es alles für farmbare Dinge gibt. Das ist der Wahnsinn. Oh, sieh mal, das hat eine A auf auf Geschicklichkeit. Was hat die Rüstung für ein... Na, es geht. Aber die ist um einiges leichter. Warte mal, ich werde die mal aufrüsten. Vielleicht ist die ja brauchbarer als das, was ich jetzt anhabe. Naja, zumindest hat sie mehr Blitzabwehr. Okay. Gehen wir nochmal ganz kurz noch mit Jula. Hoffentlich braucht das keine Glitzer-Titanie. Oh, sie ist weg. Sie ist weg? Wo ist denn Lucatiel hin? Oh, nicht, dass sie jetzt auch noch als Phantom kommt und mich invasiert. Ich meine, ihr Bruder kommt ja schon. Wie cool wäre das, wenn man das irgendwie abwenden könnte? Ich meine, wenn man sich jetzt verkleidet als Lucatiel und er uns dann vielleicht nicht angreift oder so. Warte mal, ich rüste das mal auf. Vielleicht gibt es ja noch ein S auf Geschicklichkeit, was ich aber bezweifle. Boah, das Ding macht schon richtig übel Schaden, glaube ich. So, wo haben wir's? Lucatiels Maske. Der. Ah, ganz normal Titanitscherben. Warte mal, rüste ich erstmal das Wams. Okay. Schon nicht schlecht, so wie es aussieht. Auch das. Na gut, hat ein D auf Rüstungswert. Nee. Ist wohl nicht so ganz meins. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Ja, ist um einiges schlechter. Aber hat mehr Elementwiderstände. Und leider auch keine Poise. Ja. Ihr seht's ja hier. Nee, wo war das? Hier, die Hilfe. Der Balance. Naja. Schade, schade. Aber so? Wow, die gefällt mir vom Aussehen her sehr gut. Und die Maske?
Die ist allerdings wieder besser als das Hexertuch, was wir da haben. So, schauen wir mal hier. Oh, das sieht schon cool aus, oder? So richtig edel einfach. Und diese ganzen Goldränder, diese Verzierungen alleine auf der Brust wieder mal. Auf den Schulterstücken. Aber dann so eine komische Maske mit einem Bart dran. Das sieht irgendwie wieder... Weiß ja auch nicht, wie ich das finde. Ne? Hallo? Jetzt hängt das Spiel schon wieder. Also manchmal hat es wirklich so eine Sekunde, wo nichts geht. Ihr hört mich ja noch reden wahrscheinlich, aber... In dem Moment bin ich dann schon ein bisschen verwirrt. Achso, warte mal, das Großschwert. 250. Also das macht auf jeden Fall mehr als mein Degen. Na gut, das ist ja nicht veredelt. Also es ist auf jeden Fall... Ja, wie das Claymore, das Moveset. Man sticht zu damit. Und hier genauso. Ich weiß nicht. Genauso wie das Dranglake-Schwert auch, das Moveset. Finde ich eigentlich ganz cool. Aber nee, es ist halt... Ist Geschmackssache. Ich glaube nicht, dass es meinen trifft. Ich bin ja mehr so auf den Degen hängen geblieben. Also vielleicht mal so testen. Ich werde es mal ausprobieren, sagen wir es mal so. Warum auch nicht. Das wollt ihr bestimmt mal sehen, oder? Jawoll. Vielleicht werde ich jetzt auch invasiert wieder, so wie letztes Mal. Flame. Du mit deiner Flamme, du Otto. 175. Was hat mein Degen? Flame. 161. Und der Bonus ist... Ja, der bleibt sich gleich natürlich. Ich meine, das wird ja immer vom Willen, von der Willenskraft und von der Geschicklichkeit diktiert, beziehungsweise auch von den Attributen. Jetzt hier ist es DB und was hat mein Degen? EB. Ja, dann ist es kein Wunder, da ich ein bisschen mehr Stärke-Bonus habe. Naja, gut. Ich nutze es mal, wie gesagt. Scheint ja ganz nett zu sein, die Waffe. So, gehen wir zurück. Aldias Festung. Ja, ich habe ja gesagt, ich mag das Gebiet. Es gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Hm. Dann will ich doch mal gucken, ob ich das nicht gedroppt bekomme, diese Machete, die es da gibt. Also dieses, ja, das ist keine Machete halt, doch, oder? Dieses, ist halt ein Krummschwert. Das von den Gemäldehütern. Und ich werde mal gucken, ob ich mich, beschwören lassen kann an den Spiegeln. Oh, warte mal. Jetzt ist hinter mir das zugegangen, ne? Aslatiel aus Mirror. Kommt das schon? Oh ja, kommt schon. Autsch. Au. Summer. Ist noch ganz sauber? Ja, heilen ist feige. Au. Blitzer auch. Alter Sommer, der ist ja ganz schön spitz auf mich. Ich sehe aus wie Lucatiel. Töte mich nicht. Du Schwein. Sommer, der rollt mir genau in den Angriff. Der weiß, wie man die blockt. Beziehungsweise wie man denen ausweicht. Aber lässt sich gut staggern, der Typ. Futsch. Na, tut's mir sehr leid. Er ließ sich nicht täuschen, aber ich glaube, das wäre auch... Das wäre auch ein bisschen unmöglich. Ich meine, immerhin verliert man ja durch diesen Fluch sein Gedächtnis. Haben wir an Lucatiel mitbekommen. Sag mal, da schimmert doch noch irgendein Item im Wasser. Wo ist denn das? Achso, ich habe noch was vergessen übrigens im Grab unten. Guck mal, da oben muss irgendwo was liegen. Bin ja nicht bescheuert. Das ist eindeutig ein Gegenstand, der da im Wasser liegt. Achso, komm, das werde ich noch ganz schnell zeigen. Ich werde... Ach nee, warte, der war hier, ne? Ja, okay, das scheint nur durchzuschimmern. Warum auch immer, da haben sie den Schatten ein bisschen falsch berechnet. So. Naja, ich muss mal gucken, Leute, mit dem PvP. Ich wurde ja schon wieder gefragt, ob ich noch PvP mache. Aber nach der Sache in der Gruft... nee. Es gibt immer so viel Diskussionen, Leute. Ich meine, jeder hat ein anderes Empfinden für Ehre. Ich meine, gut, als Invader, ne, darfst du dir nichts anhören, aber... Nee, da habe ich keine Lust drauf. Dann lasse ich das lieber raus. Ja.
Ihr wisst genau, was ich meine. So. Lass mich mal hier durch, Freunde. Ich weiß echt nicht, um was das liegt, aber vielleicht liegt es am Summer Sale, Leute. Seitdem ist Steam nur noch am Rumspinnen. Bei mir zumindest. Das macht nur noch Probleme. Böses Steam. So, warte mal. Hier irgendwo soll eine Geheimwand sein. Die habe ich gar nicht gefunden, ehrlich gesagt. Ach, guck mal. Ist ja sehr unauffällig, diese Wand. Ja, komm, ihr könnt die Glocke schlagen, wie ihr wollt. Ach, guck mal, ein Pharos. Seht ihr, den habe ich... Ja, ja. Habe ich nicht gefunden beim ersten Durchspielen. Ach. Schau mal an. Und, da gibt's was Schönes. Ein Zauberstab, habt ihr, glaube ich, gesagt. Olenfords Stab und großer Blitzspeer. Interessant. Ja, komm. Hau mich nicht. Der hätte mich eigentlich voll erwischen müssen, hat er aber nicht. So, den schauen wir uns gleich mal an. Olenfords Stab. Aber ich weiß nicht, ob ich das... Ja, komm, ich mach das hier schnell. Oh, der sieht ja nett aus. Ein Stab des Zauberers Olenfords. Ein Beschleuniger für Zauber und Hexereien. Olenford, den man in Melfia auch als den Vater der Zauberei verehrt, strebte nach Wissen, das das Menschenhorizont überschritt. Und so drang er in die Gruft der Untoten vor und ließ seine Menschlichkeit hinter sich. Interessant. Gut. Ach so, Mist, ich wollte eigentlich den... Ich wollte ja die Glocke aufrüsten. Aber jetzt habe ich es halt für die Rüstung. Oh, guck mal, der hat hier die... Heißt die Rüstung nochmal? Die wollte ich mir erfahren als sichtbare Rüstung. Aber jedes Mal mit einem Phantom und dann durch die ganze Niemandswerft. Also mit einer Möglichkeit. Das finde ich dann schon ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. Jedes Mal ein Asketenleuchtfeuer. Nee. Das muss nicht sein. Mein Gewicht ist zu hoch. So ist schön. So, wir wissen ja, was da drin so vor sich tobt. Das ist wieder so eine kleine... Giftechse oder was auch immer. Oh Leute, das ist so cool hier. Das ist so cool. Jetzt gucken wir es uns mal an dieses Mal. Ich werde nicht durchlaufen. Oh, und das, die ganze Zeit vibriert das Gamepad. Oh, schade. Ich hätte es viel cooler gefunden, wäre das Ding liegen geblieben. So, soll ich ihn wieder befreien? Nee, dann werden wieder einige stinkig. Brugger, du kennst doch nicht einfach... Da, guck mal, da sind tausend Nachrichten, dass du den Hebel nicht ziehen sollst. Ja, ich hab's trotzdem getan. Weil ich's lustig fand. Weil ich gerne mal gegen die Regeln gehe. Aber ich kann auch so mit ihm reden. Ich weiß gar nicht mehr, wie er genau heißt, der Verrückte. Bitte, just stay away. No, please, don't come near me. Nothing good will come of it. Mhm. Just leave me alone, please. Leave this place and leave me be, as I'd not see any harm befall you. Please. Ich muss hier nochmal als Untote herkommen. Denn... Ach, wie heißt du nochmal? War das... Glaubst du, ich komme jetzt auf den Namen? Ich weiß, wie er heißt. Verdammt. So. Ich probiere das jetzt mal mit dem Beschworenwerden. So viel Zeit haben wir ja noch. Ah, nein! Böse Echse. Mach bumm. Nee, macht sie gar nicht. Warum rennt die eigentlich von mir weg? Normalerweise müsste die auf mich zurennen und mich angreifen, das Vieh. Ich verstehe das nicht. Die Zauberbarriere. Das ist gut. Kann ich eh nicht nutzen. So. Moin. So, hier muss man sein Symbol hinlegen und dann kann man wohl beschworen werden für den Spiegelritter. Das will ich mal sehen, du. Das will ich doch mal sehen, ob das geht. Du machst auch nicht gerade viel, oder? Aber das sind wohl die Typen, die kommen, wenn man gegen den Spiegelritter kämpft, oder? Du warst noch da? Das ist der... Ja, nee, was hat denn der für eine Rüstung an nochmal? So,
Du bist der Großschwertfutzi mit dem Schild aus der Gruft. Den kennen wir ja. Ritualband. Ja. Du hältst genauso viel aus wie dein Kollege, ne? Guck mal, die wehren sich halt mal gar nicht. Die sind ganz lethargisch. So, töte mich halt. Macht ja. So, ich versuch's mal. Ich hoffe echt, das klappt jetzt. Das wäre so super. Ich warte einfach mal eine Zeit. Oder soll ich es immer wieder neu legen? Habt ihr mir ja schon gesagt. Geht das nur von den Spiegeln, die noch... Na gut, die sind ja wieder zu, ne? Müsste eigentlich überall gehen. Was ist denn das, so eine Nachricht? Schwere Nöte voraus. Hahaha. Hahaha. Schwere Nöte. Boah, da läuft gerade einer. Nicht, dass du mich jetzt beschwörst. Du Otto. Ach komm schon. Ich will doch nur einmal zum Spiegelritter. Auch wenn mir das irgendwie total den Kampf versauen würde, wäre ich da gerade ein Newbie und wäre das erste Mal beim Spiegelritter. Das würde mich echt annerven, glaube ich. Wenn dann auf einmal wieder ein menschlicher Spieler reinkommt. Ich meine, mich hat es ja schon leicht genervt. Ist halt stressig, ne? Wenn man weiß, okay, der Kampf ist eh schon nicht so leicht. Ich meine, nicht jeder hat dasselbe Empfinden von Schwierigkeit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, der Kampf ist der leichteste, den es gibt. Und von daher ist das wahrscheinlich schon eine Belastung. Ist belastend irgendwie, ne? Voll belastend. Naja, es scheint nicht zu gehen. Es scheint nicht zu gehen. Schade. Wenn ich in die Spiegel reinlaufen könnte, einfach so. Jo, komm hier. Nö. Also ich will jetzt nicht ganz dementieren, dass diese Aussage falsch ist. Also ich will jetzt nicht die Richtigkeit anzweifeln, sagen wir es mal so. Sonst gibt der Satz keinen Sinn. Aber, bei mir scheint es jetzt nicht zu klappen. Wenn jemand weiß, ob das funktioniert, gerne sagen. Ansonsten, vielleicht lese ich mich da irgendwann nochmal schlau, wenn es jemand interessiert. Dann kann ich da mal gerne gucken. Oder ich lasse es einfach. Ich vergesse das eh wieder. Oh, süßer, willst du mich hier? Ich finde die so hübsch, die Viecher. Die sind so hübsch. Friss Blitz. Was das für Leben hat. Schon crank irgendwie. Weißt schon, dass du nicht so weit herreichst, ne, mit deinem Kram da. So, das Vieh ist auch ein bisschen verbuggt. Also werde ich da jetzt bestimmt nicht durchlaufen. Soll ich mal Dickerchen holen? Dickerchen! Der droppte, glaube ich, auch irgendwas Bestimmtes, oder nicht? Ja, komm. Hol mal Dickerchen. Da dachte ich zuerst noch, der ist vielleicht gar nicht böse, ne? Weil ich den nicht angreifen kann. Ist aber ein bisschen trügerisch. Rotes Wasser. Und Drachenweisenkapuze. Ich glaube, das Ding droppt auch nur sehr selten. Oder? Ich schaue es mir gleich mal an. Aber ich glaube, das ist so diese mit dem gelben Visier. Nur hat es da noch solche... es hat noch solche Dinger dran, glaube ich. Au. Au. Das war dumm. Aber du stirbst jetzt eh. Ja. Krankes Vieh. Drachen-Akolytenmaske. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich davon schon mal hatte. Ah, genau, das ist sie. Drachen-Weiser-Kapuze. Cool. Vom Aldia-Erzmagier getragene Kapuze. Erzmeister. Einige der hellsten Köpfe trafen in Aldia zusammen, um verschiedene neue Rituale zu entwickeln, aber Gerüchte behaupten, sie wären nicht Herr ihres eigenen Willens gewesen. Das nebulöse Antlitz der Maske dient der Abwehr des Zorns des Ritualopfers. Guck mal, nehmen wir mal an. Sieht irgendwie bescheuert aus, aber ich mag's. Ich mag das. Ich mag's ja bescheuert. So, und die Kapuze kennen wir schon. Drachen-Akolytenmaske. Von den Aldia-Akolyten getragene Maske. Mehr muss man nicht wissen. Irgendwie passt's ja auch, ne?
Wie so ein einzelnes grün-blaues Auge. Wie so eine Murmel. So eine Glasmurmel. Auch toll. Na gut. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen nächstes Mal weiter an dieser Stelle. Ich hole mir da hinten noch die Kiste. Und, ja, auf jeden Fall wäre es super, wenn ihr mir bisweilen noch was da lasst. Gebt mir ein Like auf das Video, schreibt mir was Nettes. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, das Interesse scheint irgendwie nachzulassen in letzter Zeit, aber ich kann es irgendwie auch verstehen, wenn man das Video, das Let's Play schon gesehen hat. Naja, ich kann es keinem verübeln, aber ich fände es trotzdem schön, wenn ihr noch weiterhin dabei bleibt, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wenn Juriel weiter mit ihrer Kette am Arsch da rumwackelt. Wenn die Kette an ihr rumtwerkt. Wenn es wieder heißt, Dark Souls, Teil 2.